Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke und es ist soweit, die Jungs sind da. Wer sind die Jungs? Guckt's euch an. Wir fangen mal hier mit dem Jüngsten an. Das Hi. Ist der Pierre, ne? aka Dole B. Na Pierre, wie findest du Hildburghausen? Sie hat einen sehr guten Eindruck. Du hast ja noch gar nichts gesehen von der Stadt. Ja klar, den Brunnen. Den Brunnen. Das wird sich heute aber ändern. Den Brunnen sieht er heute nämlich nicht mehr, aber den Rest. Und das ist der Marc Niemals. Hallo. Auch bekannt als Marc Niemals. Also, wie gefällt dir die Stadt? Sehr gut. Guter Eindruck. Erster guter Eindruck. So. Gefällt dir etwa der Brunnen? Ja, ist gut. Ja, der Brunnen, der geht heute leider nicht mit uns, aber wir wollen zu dritt wandern und die goldene Meile bestreiten. Das habe ich ja schon mal mit der Shania probiert, dass wir sozusagen von Pub zu Pub laufen, aber nicht ein Pub, sondern von Einkaufszentrum zu Einkaufszentrum, immer ein Bier trinken und dann zum nächsten ein Bier trinken und dann zum nächsten, wie beim Film The World's End, wo die dann versucht haben, 12 Bier, 12 Pubs zu machen, um bis ans Ende zu kommen. Zwischendurch werden wir vielleicht auch noch einen Döner mitnehmen oder was anderes zu essen oder so. Guck mal, wie weit wir kommen. Hast du Bock? Auf jeden Fall. Hast du Bock? Yes. Was ihr nicht wisst, gestern war Chill mit Ramses am Montag, wo ich immer 2 Bier trinke. Irgendwie sind es dann 8 oder so geworden. Und die waren schuld, weil die haben so viel Durst gehabt, das bin ich gar nicht gewohnt, dass die Gäste da so Durst haben. Also, wenn ihr auch mal Gäste sein wollt, ne? Hier ist die goldene Meile, muss jeder mal gemacht haben. Jetzt gehen wir erstmal auf zum Rewe. Karte habe ich heute nämlich nicht dabei. Alles spontan. Rewe, erste Station. Der Ramses darf das erste Bier aussuchen. So, wir waren jetzt natürlich erste Station Rewe, wie ich gesagt habe. Ramses, weil er der Gastgeber ist, hat ausgesucht. Wir haben uns jetzt für dieses Lausitzer Porter entschieden. Schwarzbier. Ihr habt doch keinen Porter getrunken? Nein. Noch nie? Dann Nein. Bin ich mal gespannt, wie es euch dann schmeckt. Das sagt ihr dann, wenn wir das nächste haben. Das ist auch gar nicht so viel. Da ist nämlich nur drin 4,4%. So, und beim nächsten entscheidet dann die Gurke und dann die Tomate und dann sind alle durch. Wir machen es jetzt erstmal auf und dann müssen wir gleich noch ein Raid machen. So, was? Wie schmeckt's? Nach Vitamalz. Vitamalz? Mhm. Sagen Sie, der Herr? Ich würde auch sagen Vitamalz, aber ein bisschen süßlicher. Ich sag, schmeckt wie Lausitzer Porter, ne? So, damit ihr uns glaubt, dass wir auch einen Raid gemacht haben, ne? Das ist der Raid gewesen. Es ist 15,97, 16, 16, 15. Jetzt wisst ihr, wie die Reihenfolge zusammenkam, weil ich das größte Pokémon aus dem Raid jetzt bekommen habe, durfte ich eben zuerst aussuchen. Deswegen wird der Pierre der Letzte sein. So, du bist der Zweite. Du bist in der Mitte vom Sandwich. Oh. So, wir sind jetzt den ganzen Weg hier hochgelaufen, kam aus der Stadt. Hier ist nämlich der Edeka. Da sind die Edeka Boys und die freuen sich jetzt, weil der Marc darf jetzt das nächste Bier auswählen. Der Pierre ist auch schon ganz gespannt, ne? Das muss ich auch noch austrinken. Wieso denn? Ach, wir nehmen keine Porterflaschen oder was? Nee, wir müssen Glasflaschen müssen wir nach vorne. Der nimmt hier nur Einwegflaschen. Oh, ja. Ja gut, wir sind dumm. So, deswegen. Hey! So, wir sind jetzt wieder raus und der Pfandautomat hat einfach eine Flasche von uns geklaut. Wir haben 3 reingesteckt und nur 2 wurden berechnet, aber egal. Dafür hat ja die Kassiererin uns abgeworben und jetzt hat der Marc niemals. Du willst uns erstmal deinen Wuffels zeigen, habe ich gehört. Nein, ich zeig erstmal mein Bier. Ach so, gut. Ich habe mich für das Erdinger Weißbier entschieden. Und als Dankeschön habe ich direkt mal ein 100er ausgebrütet. Ja, das flackert alles, aber ein 100er Wuffels. Pierre sagt noch, ach, ein 100er. Und wir so denken, ah, Spaß, ne? Und dann bewertet er 100er. Zweites Bier, Marc hat entschieden. Erdinger Weißbier, kennt ihr bestimmt auch alle, habt ihr bestimmt auch schon mal getrunken. Mach mal auf, probier mal und auf zum Netto, würde ich sagen. Whee! Und wie schmeckt's? Besser als das andere, besser als der Porter.
Ja. Mhm. Ich fand das andere schön süß und für zwischendurch so. Und jetzt plötzlich Bier. Wie schmeckt's dir? Also das ist überhaupt nicht mein Bier. Aha, Handicap, 2-1. Wir haben hier zwei schwarze. Das finde ich gut. Du willst das und alle, ich will das andere und so. Also, das heißt, beim nächsten, wir mögen sein Bier nicht. Das steht jetzt schon fest wahrscheinlich. So, der Marc ist jetzt gerade mal auf der Toilette und der Pierre sitzt hier auf diesem Stein. Und wir haben uns eigentlich gerade schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil es irgendwie angefangen hat zu nieseln. Und jetzt sehen wir aber, die Wolken meinen es, glaube ich, gut mit uns. Und was ich nicht verstehe, ich weiß nicht, ob man das sieht, die Wolken ziehen irgendwie in die Richtung nach rechts. Jetzt denkt man also, es geht alles da hoch. Wenn ich dahin aber gucke, die Wolken, die ziehen irgendwie aber nach dort, also die fahren nach links weg. Solange es da hinten dann wieder hell wird und das sieht gut aus, sind wir zufrieden, verstehen tue ich es trotzdem nicht. Bestätigen an Tabaluga. Nein! Ja, aber okay, aber er ist ja dran. Wenn er den Pfand nicht nehmen will zum Bezahlen, sondern an Tabaluga spendet, ist das sein Bier. Das ist sehr gut. Richtig guter Mann. Guck, der hat für Tabaluga gespendet. Hier. Das musst du gleich Foto machen per Instagram und dann kriegst du mehr Follower, weil die sehen gutes Mensch und so. Ich hab kein Insta. Ach so, dann. Ich hab kein Insta, kein Facebook, kein Snap, ich hab gar nichts. Also, kennt ihr auch diese Leute, die nichts haben? Okay, dann kommt nach Hildburghausen. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall angekommen beim Netto, ne? Und jetzt ist der Pierre dran, der Pierre. Also er muss nicht alleine rein, wir gehen mit. Er kennt sich ja nicht aus, wo das Bier steht. Und deswegen gehen wir natürlich alle drei rein. Pierre sucht jetzt 3 Bier aus. Und mal gucken, jetzt wird es nämlich problematisch. Weil nach dem Netto kommt da drüben dann gleich der Aldi oder Lidl oder was. Und da kommt der Rewe. Das heißt, entweder wird es jetzt richtig schlimm, oder er erleichtert uns den Weg, nimmt was Kleines, nimmt einen Radler, nimmt einen 03er irgendwie. Bin ich mal gespannt, aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Nehm einfach, was du möchtest. Wenn du alleine wärst, was würdest du dir jetzt für ein Bier reinziehen? So, wir sind jetzt hier wieder raus. Da steht nochmal Netto, Magendiscount. Das Bier hat der Pierre jetzt rausgesucht. Was ist das? Das ist ein Holstein-Bernstein-Lager. Holsten? Bernstein Lager, mild aromatisch. Kennt ihr das? Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Warum hast du das genommen? Einfach nur, weil das Wappen mir gut gefallen hat. Ich kenne das Bier selber nicht. Ich will das gerne mal probieren. Was ist das normale? Holstenpilz? Nein, weil mir das Logo. Ja, doch, das ja, aber. Ja, das war doch dasselbe Wappen, oder? Ja, aber das gefällt mir einfach. Ach, mir gefallen euch auch immer die Wappen auf die Biers. Ne? Es geht nicht nach Geschmack, es geht nur nach den Wappens. Also. Hui! Oh. Schmeckt sehr gut. Kann man wirklich gut trinken. Das ist das ganze Statement, mehr muss man nicht sagen. Ja, ne? Nee, warte mal. Das geht ja gar nicht. Nee. Was du da für ein Bier hast, da haben wir zwei, das schmeckt uns ja nicht. Weil du hast das ja jetzt ausgesucht. So war das ja ungefähr davor auch immer. Aber ich weiß ja schon, was ich beim nächsten nehme. Deswegen habe ich angefangen, dass ich jetzt da drüben, da werden die Jungs Augen machen. Was du mal hörst? Malte, so, wir schützen auf jeden Fall die Privatsphäre. Deswegen seht ihr da den Pierre, der telefoniert. Der Marc Argo, der ärgert die Shinaya und zeigt ihr, dass es hier Zelte gibt. Denn wir sind jetzt hier beim Lidl. Wir haben jetzt unser Bernsteinzimmer ausgetrunken. Und jetzt ist der Ramses wieder dran. Das heißt, wir haben eigentlich gerade erst mal 3. Und ich fühle mich schon, als wäre der Tag um. Ich weiß ganz genau, was ich will. Wir sind beim Lidl. Traditionell angelehnt an die letzte Wanderung gehen wir natürlich wieder auf Perlenbacher Suche. Diese tolle Dose mit dem super Geschmack und dem Spitzenpreis. Und damit werde ich die Jungs jetzt überzeugen. Das ist der Mann mit der eisernen Maske, ne? Und das ist der Pfannautomat. Und das ist Jackass. Und jetzt tu die mal da rein. Mal gucken, ob mal wieder abgezogen. Wie ist jedes Mal, immer wenn der Deckel drauf ist. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen.
glaube, Lidl verkauft nur Plastik-Biers. Ach so, warte mal, ja, wir stehen schon wahrscheinlich schon wieder am falschen Automat. Nö, geht auch wieder nicht. Dann kann ich es wohl nicht, dann müssen wir es wohl mitnehmen zum Rewe. Wir sind jetzt aber erstmal hier im Lidl und der Ramses weiß ganz genau, was er möchte. Ganz genau. Müssen wir kurz weggucken? Wie weggucken? Damit wir ein Video machen. Sieht's aus, als würde man einen Clown gucken. Was ist das denn, Mann? Katzenstreu. So, guck dir das an. Naturtrübes Radler, nur 35 Cent. Ach nee, das ist hier unten das. Das gute Berlenbacher. Strongbier für 49 Cent. Da ist der Mann mit der eisernen Maske. Und da ist der Mann mit dem Telefon. Was nochmal? Was haben wir da? Ein Hallöchen, wir sind jetzt hier im Biergarten, genießen das schöne Wetter. Ja. Diese dreckigen Wolken da hinten, das sieht aber auf jeden Fall nicht schön aus. Wir waren jetzt im Lidl, der Ramses wusste genau, was er will. Und das, was wir wollen, haben wir euch jetzt hier gezeigt im Biergarten. Guckt euch das an. Dieser goldene Deckel mit Nibbus dran, Strongbier, Perlenbacher, 7,9. Ich finde die Schrift genial, ich finde das Bier genial, ich finde das Design genial, die Dose genial, den Geschmack, den Preis. Wie viel hat es gekostet? Geld. Wie viel hat es gekostet? 79 Cent. 49, 49. Pfand, die denken immer 79. Na, aber Pfand, da kommst du von 49 auf plus 25, da kommst du aber nicht auf 79. Das ist auf jeden Fall 50 Cent Bier, aber mit 7,9. Edler Look, also das ist das Beste. Hui! Hey, da habe ich über den Kesto gemeckert, dass er Bier vergossen hat. Jetzt habe ich selber Bier vergossen. Hallo Kesto. Schöne Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Das war ja langweilig, da ist ja gar nichts passiert. Jetzt musst du dir nur noch an den Kopf ranhauen und so Stone Cold Steve Austin mäßig. Aber es ist ein schönes deutsches Bier, schwarz, rot, gold. Gutes Design. Eigentlich klopft man noch da immer drauf oder nicht, warum auch immer, damit da kein Ding rauskommt. So, das sieht gut aus. Dann Prost, wir müssen nämlich jetzt hier trinken und dann müssen wir zum Rewe, der ist genau gegenüber von der Straßenseite. Da gibt es auch ein Toilette, wie Natururin sagen würde. Grüße an Natururin, wir haben auch das Tiskir-Bier gesehen. Genau. Hättest ruhig auch mal mitkommen können, ne? So ist das nicht. Prost. Und wie schmeckt's? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir das extra schon mal geholt gehabt, weil du davon so geschwärmt hast. Habe ich mir so eins geholt und ich finde das sehr lecker. Sehr lecker? Hä? Du musst sagen, das ist nix. Obwohl, wie schmeckt's dir? Da ich es nicht ausgesucht habe, schmeckt es nicht. Ach so, gut. So, schöne Grüße an Naturin. Wenn du mich mal kennenlernen möchtest, schreib es in die Kommentare. Ich habe ein bisschen Hunger und Snack zwischendurch. Tut immer ganz gut. Ja. Was ist das jetzt? Gras. Der Naturin, der weiß ja immer, was man essen kann und was nicht. Und ihr esst einfach irgendwas und dann liegt er wieder da unten. Und dann muss man immer so machen, damit ihr wieder wach werdet. So, habt ihr auch schon mal das Gebüsch gegessen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten Grüße an Naturin, wie der Pierre schon gesagt hat. Was ist das? Kann man das essen? Ist das Ahornbaum, ne? Ist auf jeden Fall kein Baum, ist ein Gebüsch. So, wir sind jetzt an der berühmt-berüchtigten Stelle in Hildburghausen am Rewe Zentner. Da ist das Outro entstanden, da ist der Marc entstanden und da ist der Pierre geblieben. Und hier habt ihr auch dieses super Schild. Ihr stinkt alle. Und wir stinken auch gleich, wenn wir unser Perlenbacher leer getrunken haben, weil das ist ja strong. Und dann müssen wir in den Rewe rein. Und diesmal, weil wir eine längere Strecke vor uns haben bis zum Kaufland, muss diesmal der Marc, der ist ja dran, hätte hier Bier mitgenommen. Und der Pierre nimmt sich auch gleich noch eins mit. Also wir sind bei 4 Bier. Oha. Wir sind bei 4 Bier. Solange tue ich mal die Dosen hier rein.
Marc, dein Einsatz. Marc, niemals. Kann man wieder spenden? Nein, ich bin dran. Hier gibt es nichts zu spenden. Ja, hier gibt's nicht mal eine Spende für Tabaluga TV. Wir sind immer noch am Pfandautomat, während der Pierre gerade versucht, die Bananen zu bändigen. Möchte der Marc jetzt versuchen, die Flaschen, die im Lidl nicht abgeben gegangen sind, abzugeben. Und es funktioniert. Und hier darfst du nicht spenden für Tabaluga, aber die nehmen hier deine Flaschen an. Ja, 16, 24, das sieht gut aus. Der Ramses braucht jetzt unbedingt eine Banane. Und der Marc, der möchte jetzt eine Banane kaufen. Dafür hat er jetzt zwei Pfandzettel, damit er die sich auch leisten kann. Ich kann mir einen Perlenbacher leisten. Shop. Salty Natural. Nein, wir haben jetzt so einen Stand gefunden. Da gibt es für 2,99 von Henderson Hot Chili Taste Nacho Cheese, wie bei Breaking Bad und The Better Call Saul. Und halt dieses Salty Natural. Guck doch mal, wie groß das ist. Guck doch mal, wie groß. Größer als der Marc. Wir brauchen keine, oder? Okay, dann halt nicht. So, der Marc hat sich gerade in die Kiste verliebt. Hier gibt es nämlich das gute Störtebäcker. Ein Störtebäcker gibt es ja eigentlich 10 Millionen Sorten. Er würde sich jetzt, glaube ich, hier für dieses Bernstein-Weizen entscheiden. Wir hatten ja vorhin schon Holzen-Bernstein und wir hatten Erdinger Weizen oder sowas oder Weißbier. Weißbier. Da haben sich die Geister geschieden. Es gibt hier natürlich auch noch Störtebäcker, Atlantic Ale, aber das ist alkoholfrei. Deswegen gibt es direkt daneben das Atlantic Ale mit 5,1. Aber das hat ja 5,3. Und ist ein Weizen und ist Bernstein und ist fruchtig und ist spritzig und hat so ein oranges Etikett. Das ist das Markbier. Wollen wir ein Pierre sein? Hast du jetzt was raus? Ich bin der Pierre. Sternquell. Ah, wie langweilig. Was so schön geprickelt hat in meinem Bauchnabel. Guck, Sternquell. Genau deswegen. Warum nimmst du jetzt nicht das Astra? Ich denke, das ist dein Lieblingsbier. Nein, einer meiner Lieblingsbier, ja. Bier? Aber es ist eine kleine Flasche. Aber ihr müsst verstehen, der vom Rewe bis zum Kaufland, das ist so weit, da müssen gleich zwei Biers mitgenommen werden. Und weil das nur eine kleine Flasche ist, nimm dir lieber eine große Flasche mit. Vom Sternquell, aber erstmal geht's um Störtebäcker. Warum hast du ihm jetzt in die Wurst weggenommen? Weil Marc Wurst niemand sehen möchte. Niemals! Niemals. Der Marc war jetzt dran. Der Marc hat jetzt das Störtebäcker geholt. Ach so, du, wer bist du? Was machst du da? Wer ich bin Marc Niemals und ich habe jetzt für das Störtebäcker entschieden, weil ich mich in der Kiste verliebt habe. An das Bernstein-Weizen quasi. Okay, dieses Etikett hat sie jetzt angetan. Nee, die Kiste von dem Bier hat sie mich angetan. Aber das Alkoholfreie hat die gleiche Kiste. Aber Alkohol ist kein Bier. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Alkoholfrei ist kein Bier. Wo ist das Alibi? Alibi! Das wollen wir jetzt aufmachen am Rewe Zentner, weil wir stehen ja noch hier oben und müssen in Richtung Kaufland. Und deswegen würde ich sagen, wir filmen mal, wie wir das aufmachen mit der Brezel-Salami. Ja. Ich wollte noch meine Salami zeigen. Ach so, ja, dann macht mal Platz. Der Herr mit der Salami ist, ach so, gut. Das sind Salami-Brezeln und das sind für meinen After sind da Bananen drin, damit ich nicht so viel aufs Klo muss. Hat auf jeden Fall super gut funktioniert bis jetzt. Was ist schon wieder? Was hast du denn schon wieder gesehen? Die lacht uns aus. Warum denn? Wegen der Salami? Nee, ich dachte, weil die gut für meinen After sind. Die lacht erstmal. Ich hoffe, er spritzt nicht Hallo. So sehr. Einmal Dough. Servus. Moin. Und wie hängt's? Störtebäcker Bier. Immer gerade hängt. Ja, bei mir hängt so den rum. Einmal hier. Wie schmeckt das Zeug? Wahnsinn hier. Das ist ein Bier-Taste. Wir probieren sie jetzt das erste Mal. Die sind aus Dortmund angereist, die wollen hier ein paar Biers probieren aus der Gegend und deswegen haben wir gesagt, sucht euch was aus, wir gucken mal, wie es schmeckt. Ja, der Verein ist zwar scheiße. Bitte?
Oh, Entschuldigung, Hannes. Ja, ich gucke immer trotzdem als Kontrolle. Hoppa! Ja, ich bin kein Fan von Dortmund. Ich komme zwar aus Dortmund, bin aber Bayern-Fan. Da haben wir es doch so. Können wir noch anstoßen? Genau. Tschüss. Viel Spaß. Ja, Bier. Prost. Bier. Bier. Bier-Junker. Bier-Junker. Grüße, Bier-Junker. Der Bier-Bär. So, wir waren jetzt auf jeden Fall im Rewe Zender. Und wir müssen eigentlich weiter zum Kaufland. Normal mit der Shinaya bin ich jetzt beim Abo-Dönerhaus vorbeigekommen. Wir haben da Rollo-Döner gegessen, aber die Jungs haben keinen Hunger. Ich hab keinen Hunger. Ich hab Hunger, aber ich möchte Lutz unterstützen. Lutz. Ich hab Hunger, guck dir das an. Ich hab keinen Hunger. Ich bin der, der nie was isst. Der nie was isst, nie was isst, nie was isst. Aber bevor wir jetzt dieses Rewe-Bier wechseln zum Weg zum Kaufland-Bier, dieses Sternquell von Pierre, haben wir gesehen, es gibt noch Triebwerke. Und wir wollen jetzt mal den Triebwerk testen, damit wir Energie haben, um das Sternquell-Pilsner bis zum Kaufland auszuhalten. Und da gibt es dann auch wieder eine Toilette. Wir machen jetzt das kurz auf, wir trinken mal das Triebwerk und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier willst du mal aufbobeln. Das riecht nach Weingummis. Das riecht nach Weingummis? Ja. Wie riecht's für dich? Nach muchas gracias, ja. Muchas gracias. Muchas. Dann einmal Prost. Muchas. Wir kippen uns jetzt hier die Triebwerke Energy, damit wir weiterlaufen können. Ich habe blaue Himbeere. Hier, blaue Himbeere steht sogar extra dran. Ne? Ich glaube, wir haben alle blaue Himbeere. Schmeckt sehr gut auf jeden Fall. Das schmeckt aber irgendwie ein bisschen bitter. Energy geht immer. Nee, war denn nicht bitter? Sauer. Ist das nicht sauer im Nachgeschmack? Es schmeckt nach Traubenzucker. Traubenzucker? Traubenzucker. Mit sauer im Nachgeschmack? Ich find's nicht sauer. Jetzt gib mir noch einmal recht. Warte mal, wir machen den ultimativen Test. Schmeckt das sauer im Nachgeschmack? Ja, ein bisschen sauer war's schon. Siehst du, ich wusste doch, ich täusche mich nicht. Ein bisschen sauer im Nachgeschmack. Blaue Beere vom Triebwerk Energy Shot. Blaue Himbeere. Wieso sind Himbeeren eigentlich blau? Sind die nicht rosa? Da seht ihr die blauen Himbeeren. Wenn normale Himbeeren zu viel trinken, werden sie blau. Schreibt mal in die Kommentare, warum Blaubeeren blau sind. Aber ist ja keine Blaubeere, ist ja eine Himbeere. Ja, die ist blau. Hier geht es um Blaubeeren. Aber Blaubeeren schmecken bitter. Ach, wir haben Salami-Brezeln. ASMR. Müsste auch noch Banane vor der Kamera essen. Schmeckt voll bananig. Kauf mir Bananen. Der raucht. Michelle-Spritzer. Wir haben jetzt auf jeden Fall der Mark. Niemals. Darf dich doch Mark nennen, oder? Niemals. Nicht? Niemals. Nie wieder? Der Marc hat ja auf jeden Fall das Störtebäcker Bernstein-Weizen getestet und wir sind jetzt hier auf der halben Strecke zum Kaufland. Wir haben noch die halbe Strecke zum Kaufland vor uns und deswegen war der Pierre so schlau nach eigenen Anweisungen, dass er gleich das zweite Bier mitgenommen hat, nämlich dieses Sternquell-Pilsner. Das hat sage und schreibe 11,4% Stammwürze. Aber 4,9% Alk. Warum hast du dich für dieses Sternquell entschieden? Ganz ehrlich, grün ist einer meiner Lieblingsfarben. Und ich fand die Flasche, das Design einfach gut. Ich kenne das Bier nicht. Freue mich, das zu testen. Und ich werde es euch berichten, wie es schmeckt. Magst du dann auch den Dino? Der ist auch grün. Grün ist einer meiner Lieblingsfarben. Magst du dich da an dem Dino dran reiben? Ich lege mich jetzt für euch auf den Dino. Ach so, okay. Dann so. Müssen wir erst noch warten mit dem Aufmachen, wenn erst die Reibung noch stattfindet. So. Wie haben sich Dinos weiterentwickelt? Ja. Das kann ich euch kurz erklären. Also. Das ist der After vom Pierre. Das ist der Schwanz vom Dino. Wenn ihr beides kombiniert, dann habt ihr die perfekte Mischung.
So, möchten Sie jetzt Ihr Bier aufmachen, nachdem der Dino Sie so penetriert hat, der Herr? Lieben gern. Hoppa! Dieser weiße Rauch da raus, ne? Boah, das ist ja schon, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Nee, grüner Rauch ist da jetzt. Guck. Das ist weißer Rauch. Werder Brill. Sag mal, ihr schießt hier immer so um die Ecke oder was? Ja. Soll ich mal schütteln dann? Ah. Hoppa! Ach, niemals! Hoppa! Legende, Legende. Niemals. Wir haben da gerade so einen Kanister gefunden, so einen gelben. Der stand hier einfach so im Weg rum und der Pierre möchte jetzt einen Bocksprung da drüber machen. Nee, der mag auch. Go, Pierre! Ready? Ready, steady, go! Let's go, Raupi! Raupi? Sollte das Abrollen sein? Da tut man sich am wenigsten weh. Au! Ja, aber ich dachte, es geht ohne. So, ja. Der Marc, der möchte auch mal einen Bocksprung über den Kanister machen. Ich zeige euch eine Legende. Der ist wenigstens nicht hingefallen, ne? So. Muss ich das jetzt auch machen? Nein. Safe! Nein, oh. Ich seh schon, komm. So, um den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu erhöhen, weil wir sind ja nur zu Gast, stelle ich jetzt einfach nochmal so eine zweite Mülltonne daneben. Nein, war natürlich nur Spaß. Monsieur, dann gucken wir mal, ob wir das schaffen. Das war der Beste. Komm, gib's zu. Ich bin nicht hingefallen, ich bin nicht rumgeflogen. Einfach Sport 1, Bruder, Sport 1. Schreibt es in die Kommentare, wer von euch der Beste war. DSF Sportclips, Sport 1. Also, jeden Fall. So, wir sind jetzt hier vom Kaufland angekommen. Das ist der Pierre, der hat gerade Bekanntschaft gemacht mit der Kaufland-Mitarbeiterin und hat gesagt, ich bin der Pierre, hier gibt es Bier. Dann hat ihr uns weggeschickt und gesagt, ihr verschwindet sofort. Jetzt muss man zum Hintereingang, denn hinter Marc ist nämlich hier die Tiefgarage. Und über die Tiefgarage werden wir jetzt in das Kaufland eindringen, werden diese Flasche Sternquelle ersetzen durch Bier, was der Ramses bestimmt, von hier. Aber weil es so weit ist bis zum Netto, muss der Marc die zweite Sorte auch bestimmen, ne? Und dann gucken wir mal, was wir da Feines finden. Denn dann geht's auf Richtung Netto, Aldi, Döner Lutz, Norma. Super. So, die Kassiererin vom Kaufland hat uns jetzt auf jeden Fall ordentlich zur Sau gemacht, weil die haben nämlich ihre Rucksäcke mit reingenommen. Das geht ja mal gar nicht. Da hilft auch nicht die Ausrede, wir kommen aus Dortmund, da gibt es keinen Kaufland. Das bringt nichts. Wir wären normalerweise jetzt wieder hier diesen Berg hochgelaufen, wären rübergelaufen zur Irrenanstalt, wären runtergelaufen diesen Berg darüber. Aber man kann ja auch einfach, wenn man beim Kaufland hier unten ist, direkt hinter der Scheißpalette runterlaufen durch den Elektrozaun und ist schon gleich da unten. Weil das aber zu steil ist und wir kleine Pussys sind, laufen wir nicht darunter, sondern gucken dem Pferd an Arschloch ran und ach so, gut. Und der Pierre fliegt einfach hier durch die Gegend. Also der Pierre, der Oi! Das war ja viel zu einfach. Der Pierre ist jetzt auf jeden Fall hier runtergegangen und ich glaube, das heißt, du musst auch hier runter. Ich bin hier runter. Du gehst da runter. Tschüss. Das heißt, der Marc versucht jetzt hier runter zu gehen. Toll. Das heißt, im Endeffekt, ich setze jetzt meinen Rucksack auf. Guck, wo man weniger stirbt. Nee, das ist mir zu viel. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Soll ich die Kamera nehmen? Die geht doch kaputt. Nein. Junge, warte mal. Hier. So. Peace aus, Vorhaut, euer Ramses. Ja, da versuche ich jetzt auch hier runter zu gehen.
für ein soziales Experiment. Ihr seht, meine Füße sind eins mit der Natur. Ah! Fuß gebrochen, gut, alles kaputt. Guckt den an. Da fährt einfach dahin. Da, wenn wir nicht jetzt hier runtergesprungen wären, der hätte uns überfahren. Ich glaube, ich habe mir gerade das Knie gebrochen, komplett. Aber der Pierre, das ist der Pferdeflüsterer. Der Ramses humbelt, guck. Du musst den auch den Gartenzaun ins Gesicht werfen, da freut er sich total. Naturin schon wieder dran. Schöne Grüße nochmal. Ist das nicht elektrisch aufgeladen? Wie ich? Wird da nicht der Bimmel feucht, wenn man da dran fest, weil man sich dann einstuhlt und nicht mehr halten kann? Er ist im Winter kritisch. Im Winter wird kritisch, verstehst du? Gut. Das Pferd frisst. Wir gehen weiter, aber wir müssen gleich noch das Kauflandbier aufmachen, weil wir ja eigentlich vom Kaufland weiter wandern und zwei Stück haben, weil wir sind ja schlau. Guck mal, wie er pisst für die Überbrückung. Hallo Kesto. Hallo, shit. Du bist gar nicht der Kesto, lüg nicht. Wir haben jetzt hier einen Wald gefunden. Wir würden jetzt hier das nächste Bier aufmachen. Das ist der Pierre, der gerade Streetfight mit der Kassiererin begonnen hat. Ich habe so einen Brand. Er hat aber nicht verloren, aber er hat auch nicht gewonnen. Die Kassiererin hat gequittet, weil die hatte noch ein Wrestling-Match im Main-Event. Und deswegen hat er Brand und deswegen machen wir jetzt mal das. Pass auf, guck. Wir haben nämlich jetzt hier das... Das war mein Vorschlag. Wir haben jetzt das Astra Urtyp geholt. Das ist das nächste Bier, was wir jetzt tasten werden seit 1909. Und das hat 4,9%. Hast du Bock? Kleiner Funfact am Rande. 1909 ist vom... Ist dein Geburtsjahr. Nein, ist Borussia Dortmund Gründungsjahr. Gründungsjahr. Alle, die sich mit Fußball ein bisschen auskennen. Bist du Borussia, schön, ja? Schöne Grüße an Hannes. Schöne Grüße an Hannes. Nächstes Jahr, ihr müsst direkt aufsteigen. Wer Hertha nicht schlägt, hat es auch nicht verdient, in die erste Liga zu kommen. Noch Hannes, mach mal Rabatz hier. Musst du mal schlagen, du. Was ist deine Meinung zu 1909? Was? Oh, 1909? Ja, ich bin Bayern-Fan. Ich mag... 100.000 Freunde, ein Verein. Wir können ruhig weiterreden, der Monsieur. In schwarz und gelb. Mir sind mir. Mach mal die schon offene Dose auf. Hä? Was, hä? Hey, was, das war alles oder was? Spritzt ja gar nicht. So, mach mal den Spritzer vom Dienst. Opa! Hey, wie die Kassiererin. Wir müssen das ja wieder professionell gestalten. Das heißt, wir klopfen erst drauf und ziehen dann die Lasche durch den... Oh, hey, durch den Nippel. Servus. Servus. Genug Gas. Wir müssen ja noch anstoßen. Moment. Hoppa! Wir sind hier, hoppa! Wir sind hier 19... Kaufland! 1909! Jetzt war ich gerade so stolz auf mein gelbes Armband. Dann kommen wir hier vorbei an der Grabstätte. Seht ihr das? Der Marc sagt schon, hier ist ein Gelber gestorben. Er hat ihn ausgerottet. Der ist ultra gegen Team Gelb. Er ist selber Team Rot. Welches Team seid ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Hättet ihr auch rumgerottet oder auch nicht? Guckt, der trinkt schon zwei Bier mit einmal. Das ist der Marc. Niemals. Der Widerstand wächst. So. Der hustet gerade. Guck dir das an. Hier, nichts mehr drin. Guck, wie der husten kann. Das ist der Marc. Nichts mehr drin. Hallo. Das ist der Bär. Wo ist das nächste Bier? Wir waren gerade auf der Brücke und haben gerade mal so geguckt. Die Bring Your Own Klappstuhl mit ins Wasser Party. Die müsste eigentlich Tradition weiterführen, weil du setzt dich unten in die Werra mit dem Klappstuhl, mit dem Kasten Bier, Leute im Stuhlkreis, wem es zu warm wird, der geht unter die Brücke im Schatten. Aber das ist der Weg. Da sind wir damals mit Naturin und Flatti langgelaufen. Von da kamen wir dann wieder. Hier sind wir dann zurück Richtung Bürgenfeld. Da bin ich dann auch mit Genaya langgelaufen. Da laufe ich jetzt mit den Jungs lang, weil wir sind ja immer noch auf dem Weg zum Netto. Zum Two-Face und dann, wer ist eigentlich dran? Pierre. Pierre ist dran, der muss beim Two-Face dann Bier ordern. Aber, ach nee, warte mal, wir haben ja noch das erste Bier. Das heißt, auf dem Weg dahin können wir immer noch das Mark-Bier aufmachen und gucken dann.
Der cruist einfach hier lang. Habt ihr das gesehen? Wenn ihr das schon mal gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Der geht jetzt angeln oder was? Der hätte es ja mal mitnehmen können. Er angelt sie oder was? Guck, jetzt geht die. Der hält gerade an und macht die Tür auf. Jetzt hat er sie rausgeworfen, damit er fahren kann. Genau. War es eine Katze oder ein Huhn vorher? Guck mal, seh mal das Schwarze davon. Der hat angehalten und hat die Katze ausgesetzt und verpisst sich jetzt. Tierquäler, komm, wir holen uns die Katze. Und dann gibt's heute Abend Chop Suey, Bruder, mit. Das ist ja Fisch, oder? Cat and Dog. Mit dreifach Spice. Da gibt's ein Würstchen Dog auf jeden Fall. Unscharf, unscharf auf jeden Fall. Guck mal, was der Pierre gerade gemacht hat. Der hat hier Bierverschüttung ausgeschieden. Dem ist einfach. Der hat gerade gezeigt, dass er unter seiner Hose noch eine Hose hat. Dann ist ihm die Dose geplatzt. Dann hat er sich hier komplett eingesaut. Zeige mal hier. Guck, das ist alles nass. Hier überall, das tropft alles runter. Die ganze Hose ist nass. Da ist das Gute. Was ist das überhaupt? Wolltest du uns verarschen? Wir müssen doch zusammen trinken. Der trinkt einfach alleine weiter. Der trinkt einfach noch heimlich Weltdienst V+. Weil mir diese Tour nicht genug ist. Nicht genug? Nicht genug ist, trinke ich mehr. Und warum? Er trinkt ein ganzes Meer. Und warum? Weil es kann. Ah, weil es kann. Weil es kann. Adis. Grüße gehen raus an Kesto. Ja. Kesto, guck, was du schon wieder angerichtet hast. Das ist der Pierre. Du bist schuld. Was denn? Kesto, dein nächstes Intro mach ich. This is a Kesto Production. Guck dir das an. Wenn ihr auch viel zu philosophisch werdet, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das ist immer noch der Marc. Hallo. Was? Wen grüßt du jetzt schon wieder? Jenaya, Tobias, Bierjanka. Wie heißt der Typ? Tobias. So, das ist immer noch der Bär mit Pierre. P. Pierre, darf ich auch grüßen? Ja, der Bär mit P, ne? Guck. Bitte. Dole Pi. Den grüßt du, oder was? Ich möchte unbedingt... Wenn du das Video siehst, Naturim, melde dich bei mir und Hannes auf jeden Fall. Das ist mir egal, welchen Tag. Ich komme nach München und du zeigst mir mal einfach die Stadt. Richtig gescheit, Fußballverein. Geiles Haus. Im Herzen 1909. Aber ansonsten, peace out, feiert schön. Und die Meile schaffen wir. Wie feiert schön. Wir hatten jetzt schon wieder Geburtstag. Hast du das gehört? Dole Pi, Tag und Nacht, die neue Serie. Melde dich, egal wann. Dole Pi, Tag und Nacht. Eigentlich wollten wir jetzt das Marek-Bier trinken, weil der Marek hat nämlich hier das Carlsberg mitgenommen. Aber weil der Marek noch nicht dran ist, weil wir erstmal dem Pierre seinen Suff stillen wollen, weil der zwischendurch einfach so noch Bier besorgt hat fürs Zwischendurchsein, haben wir jetzt hier das V+ Energy. Das ist das Bonusbier. Das zählen wir aber dazu. Und das machen wir jetzt auf. Und dann können wir noch ein bisschen den Ramses belästigen bis zum Erbrechen. Und dann geht's weiter mit dem Elefant. Ich schwöre auf alles. Bruder, Mashallah, guck. Digga, was geht ab bei dir? Elefant. Digga, Elefant? Elefant. Hallo. Guck, da, das ist der Bauch. Was ist denn jetzt schon wieder? Die einzigen Elefanten, die ich kenne, seid ihr beiden vom Gewicht her. Du Maus, Alter, wir zerdrücken dich, ich sag's dir. So, da einmal öffnen bitte. Ach so, du wolltest ja ein Quizrätsel bereithalten. In diesem Sinne, Pizza halt vor halt. Wir links, trinken. Links oder rechts? Wir trinken jetzt mal. Links oder rechts? Nachdem ich sehe, dass in Hibu so viele Rechte sind, würde ich lieber sagen links, obwohl ich die Linken eigentlich gar nicht leiden kann, weil die sind immer so aufdringlich. Daher würde ich eigentlich eher rechts sagen, aber ich sage jetzt einfach mal links, weil die Rechten haben eh schon so viel Zustimmung, dadurch, dass die Linken so aufdringlich sind. So, links! Nicht politisch werden hier! Hey! Er ist sowieso gewonnen. Das hat doch gerade ausgetauscht. Aber der Marek muss jetzt zuerst aufmachen. Marek, niemals! Warum spritzt du mich denn voll? Weil ich mag. Mag so. Das. Hallo. Möchten Sie mal Ihr Bier?
Mein Bier. Ihr offenes Bier. Möchten Sie das also offene Bier mal aufmachen? Mein Bier ist, weil... Am besten Sie machen das Bier auf, was noch nicht auf ist, zu dem offenen Bier, dass Sie gleich fünf... Nur mal so... Ah! Was ist denn los mit euch? Schöne Grüße an Kesso wieder. Kesso gefunden. Guck, Kesso. In dem Bier drin. Nur, ist ja Mischbier, Kesso, das ist ja kein richtiges Bier. So, ne? Gemischt aus Ayran und Plörre. Der Ramses, können Sie bitte den Bier öffnen? Klopfen nicht vergessen. Das habe ich mal gelesen auf einer Messe. Aber es sieht auch so aus mit Schaum drin dran. Trotzdem spritzt er mich voll. Deswegen ist der Ramses nicht so ein Spritzer. Ist Kleeblatt, Junge. Oh, Schatz, Marc, ich kenne deinen Penis, ne? Du kannst das nicht in die Länge ziehen. Ich kenne deinen Penis. Du kannst das nicht in die Länge ziehen. Okay. Was war jetzt hier? Was hast du, du Mr. Jack Daniel? So, also Hallöchen erstmal. Ich bin der Bär mit P. Der Dole Pi. Der Dole Bär. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mein Freund sein wollt oder wenn nicht. Mein Code ist nicht bekannt. Dein Code ist hart. Aber ich könnte ihn ja sehr bekannt machen. Sagen wir es mal so. Seht ihr mich an? Ich habe einen Pullover an hier von Jack Daniels. Jack Daniels. Ne? Und ich habe mir gedacht, so passend, wenn das Wetter so Bombe ist, kann ich ja einfach mal ein T-Shirt drunter ziehen. Jetzt ratet mal, was für ein T-Shirt ich da drunter habe. Sabrina spielt, guck. Ach so, es ist ja derselbe Jack und der Daniel in einem. So. Verschissen, guck. Natürlich so, jetzt habt ihr meinen Bauch gesehen. Schreibt in den Kommentaren, ob euch das gefällt. Das T-Shirt ist auf jeden Fall Bombe. Und ich habe mir gedacht gehabt, passend zu der Golden Endtour passt dieses T-Shirt und der Pullover. Schreibt in den Kommentaren, ob euch das gefallen hat, ob euch das T-Shirt gefällt. Ich gefalle euch sowieso nicht. Peace out, vor Ort. Prost. Wenn ihr auch einen Bauch habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe ja keinen Bauch. Ja, aber die Zuschauer bestimmt. Na? Was machst du da? Achtung, ein Papa Spiel mit kommt. Meiner Tochter. Ich sage mal so, Achtung, Papa kommt. Und dann mache ich... Ach, das machst du einfach so, gell? Und dann sagt meine Tochter, Achtung, Clara kommt. Und dann muss ich mich wieder zurückdrehen. Ach so, das ist ja gut. Hast du jetzt geschissen? Gepupst. Hey, und warum macht er das? Vor allem, ich sag gerade noch, ich räume mich durch die Wiese und dann verliere ich eh wieder was. Alles gut. Und was ist passiert? Ich habe mein Handy verloren. Kann ich mal in die Kamera rufen? Weil ich habe gesagt, guck, ich kann das auch. Ich kann auch einfach so machen. Hui, ja, da bin ich auch wieder da. So, was willst du jetzt machen? Pierre, komm, fühl dich frei. Ich wollte in die Kamera rüpsen, aber ich habe jetzt gerade gerüpst. Du kannst doch furzen. Guck. Ne, ich muss pinkeln. Ach so, komm, wir gehen mit. Komm, wir gehen mit. Ja, fürs Intro. Eine Turin schon wieder dran. Ja, eine Turin. Ey, erstmal schöne Grüße an eine Turin. Melde dich bei mir. Und Hannes, auf jeden Fall, du musst dich bei mir melden. Oder ich kann dir über Ramses die Nummer geben. Melde dich bei mir. Oh ja. Ich komme nach München und Ramses ist auch dabei. Und jetzt erstmal hier. Ich finde das richtig dynamisch so. Guck mal. Wie in Film rein so. Nein. Dass man da sieht, da ist der Strahl, da ist das Arschloch, guck mal. Sind die Schuhe. Was ist denn? Okay. Das ist Arschloch, das ist Armhorn. Sag mal, wie viele Leute braucht man, um urinieren zu gehen? Drei. Vier. Nein. Einer, der filmt, einer, der das Armhornblatt hält, genau. Und einer, der pisst, Alter. Deswegen, das ist alles. Möchten Sie noch was zur Verteidigung sagen? Also mein Penis ist wie Rambles Kanal. Klein, aber fein. Und die Leute, die ihn verfolgen, mögen ihn. Peace out, fort. Euer Pierre. Dolepi. Jetzt stolpert er noch über meinen Fuß. Kann man nur besoffen sehen. Stuttgart international.
Schöne Grüße an Hannes. Nee, Hannes. Der ist ein Hamburg-Fan. Hannes. Leider hat es nicht geklappt, aber ich hoffe, dass nächstes Jahr der Hamburger SV vielleicht direkt aufsteigt, nicht in der Relegation, weil Relegation nächstes Jahr ist hier Bayern. Ja, wird immer schwer gegen Bayern, ne? Aber ansonsten viel Glück. Peace out. Fort. Was ist da los? Euer Salimimimimijijijijij. Hassan, ja, oder wie heißt er? Ihr habt gesehen, der Gigi D'Agostino ist auch da und deswegen, eigentlich müssten wir jetzt weiterlaufen zum Netto, aber wir haben ja eigentlich noch Bier. Den Jungs geht's gut, glaube ich. Es ist voll warm. Ich habe Brettschiss und deswegen haben wir schon die Banane gegessen. Ja. Meine ich. Ich glaube, wir haben die Banane. Ja, du hast noch eine. Wir haben unsere Banane schon gegessen und jetzt haben wir, nachdem wir hier diese Feldins V Plus Energy Dosen vom Dolipi ausgetrunken haben, das Bier, was der Mark eigentlich eingekauft hat, und das ist jetzt dieses Carlsberg Elephant mit 7,5%. Das ist das nächste, was wir jetzt öffnen. Hast du Bock? Kurzer Kommentar dazu. Dein Kopf ist rot. Kurzes Kommentar dazu. Der ist immer noch rot. Wisst ihr, warum Marc das Bier ausgesucht hat? Weil dein Kopf nee, ist. Wisst ihr wahrscheinlich nicht. Aber Carlsberg ist das Elephant-Bier. Der hat wahrscheinlich nur an seine Freundin gedacht. Deswegen hat er das Bier ausgesucht gehabt. Ist das jetzt ne? ein Diss? Nö, ich liebe meinen Bruder. Ne? Aber. Du liebst auch Elefanten, guck. Nee, ich mag keine Elefanten. Aber die haben doch so einen Rüssel. Ja, wie ich. Mein Bruder. Wie mein Bruder. Du magst den Rüssel von deinem Bruder. Nee, der hat von 7,5%. Ich mag meinen Rüssel von Naturim. Ach so, gut. Naturim. Nochmal. Meld dich bei mir. Hannes, meld dich auch bei mir. Und darf ich auch die anderen grüßen? Als Skorpions. Die ganzen Elefanten oder die Rüsseltiere? Als Skorpions. Bist du auch so ein Elefant? Schreib es in den Kommentaren. Wenn nicht, dann melde dich mal bei mir. Dann mache ich dich zum Elefanten. Genau. Tönaja, Bijanga, Bierschiss. Bierschiss. Meldet euch. Nein. Lennart, Leon, ja. Leon. Der Lennart, der Lunert. Aus Hagen hier, Bruder, fünf Minuten. Fünf Minuten, der Riene, Bruder. Ich sage dir. 15 Minuten mit dem Zug. Melde dich, ne? Hab euch alle lieb. Peace out. Wie gesagt, ich bin heute noch richtig nüchtern. Das ist die neue Folge von Bauer sucht Frau. Meldet euch jetzt, weil der Bauer, der hat dicke Eier und deswegen sucht er auch noch so Frauen, wo der dann den Hühnerstall mit zeigen kann. So, wen möchtest du grüßen? Mein Kommentar geht an Elefant. Warum? Türe. Du bist ja lustig. Ich liebe euch, Elefant. Warte mal, da muss man ihm in die Fresse filmen, dass es lustiger aussieht. Guck. Tobias. Was? Wer ist schon wieder der Tobias? Tobias aus Hannover, 25. Wir sind da. Ich und mein Bruder. Ne? Wir lieben euch. Mich. Dich. Mich. Wir lieben euch, mich. Dich. Wir testen jetzt das Elephant. Wir machen das mal kurz auf und dann können wir mal kurz sagen, wie das schmeckt. Hoppa! Oh. Jetzt kommt hier der Günther Zapf. Guck mal her. Guck mal, was? Ist Kamera an? Ja. Ja? Guck mal hier. Soll ich denn Fresse nee, auf? Nein. Ach so, gut. Ich nochmal. Ich Bier. Muss, ne? Nochmal. Ey, guck mal, ey. Ich bin doch da, Mann. Für meinen Bruder. Ich fühl den. Warte mal. So, jetzt geht's aber ey, los. Für meinen Bruder. Guck mal in die Ach Kamera. Ach so, ja, warte, nein. Guck, ich fühl den nochmal. So, jetzt. Für meinen Bruder. Für meinen Bruder. Ach so, okay, warte, ja. Ich fühl den. Nein. Guck mal. Ich will ja jetzt hier keinen Namen nennen, aber Arba, Bijanga, ganz spezielle Grüße raus. Wie gesagt, dein Garten kann nicht so schön sein wie ich, aber lad mal den Mark niemals ein. Und wenn du mal so richtig spritzen möchtest, ne? Dann hol dir eine richtig gute Kläranlage.
für deine Gewässer und für deine Blumen und sonst irgendwas. Ne? Ansonsten, peace out. Ich sauf wie sowieso kein. Out. Mark. Niemals. Guck mal. Nein. Okay, ist da. Wir müssen cutten. Das ist der Vorteil, dass Mark niemals bekannter ist als ich. Niemals. Guck mal. Erst als die, weil ich jetzt 2000 Mal niemals gesagt habe, wird mein Name nie in Erinnerung bleiben. Dein Kopf ist rot. Ist ja okay, ja. Warum auch? Ich hab Schaf gegessen. Ansonsten? Das waren doch Ziegen und keine Schafe, das haben wir doch geklärt. Ach so! Nein, in dem Sinne, mag niemals Name, weil ich nochmal mag niemals Name erwähnt habe, bleibt in Erinnerung nicht ich. Er ist besoffen. Auf jeden Fall ist er besoffen, der kann ja gar nicht mehr reden, ne? Wer? Hallo? Ich lieg in der Ecke. Hier! Guck mal hier, dreh mal um. Was soll ich rumdrehen? Guck. Im Bierdeckel. Ich bin da. Oh, das ist aber schön. Leon, schreib mal in die Kommentare, ob du mich da gerne kennen möchtest. Lennart, wir können uns auch gerne mal treffen. Bei Meckes. Ich hab gehört, du gehst gerne nach Meckes. Nach Hagen. Ansonsten. Ach so. Ansonsten. Charles Bronson, genau. Nimm ich dir jetzt immer drauf, ne? Ja, klar. Ja, klar. Du warst doch noch am Reden. Okay. Also, Lennart, wenn du den Dolepi, den Pierre, kennenlernen möchtest, dann trefft euch im Magazine Hagen. Der ist da immer am Tragen. Den Lennart über die Schwelle, weil du kriegst gleich eine Schelle. Yo! Und jetzt müssen wir noch das Bier aufmachen. Du bist ja der Bierbeauftragte. Hoppa! Bisschen Anstoß. Ist ja wichtig. Gemei, hier, nimmst du mal das Bier in die Hand. Yeah! Lass mal ein bisschen anstoßen. Yeah! Freilich! Auf der Hand, auf der Hand. Hey, meine Güte, what? Prost! What, okay. Auf den Hannes, genau. Yeah. Schönen Gruß an den Hannes. Hannes, wenn du das Video siehst, dann schreib mir in die Kommentare und schreib Ramses mal an. Dann kommt er immer noch rot. Eigentlich laufen wir gerade Richtung Netto, aber die zwei Klabauder-Männer, die haben irgendwie zwischen dem Tisch und dem Netto haben die so eine Urinpause gemacht. Jetzt fliegt er hier rum. Und der fliegt auch rum, guck. Ich bin der Marc. The Legend. Ich bin der Le. Och, ich bin der Pi. 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 Ich bin der Marc. Ach nee, warte, Dole Pi ist der andere. Auf jeden Fall laufen wir jetzt weiter zum Netto. Und bis dahin müssen wir jetzt das Elephant ausgetrunken haben, dass wir uns dann beim Netto ein neues Bier besorgen. Jetzt müssen wir kurz nachdenken. Netto? Ach so, ja, dann kommt der Aldi. Das ist in Ordnung, weil Aldi ist okay. Und beim Aldi nehmen wir uns entweder noch ein Bier mit oder wir holen beim Lutz, beim Döner Lutz, noch ein Bier. Und dann haben wir irgendwie 12 Stück. Wenn wir dann bei der Norma und beim letzten Standort ankommen, müssen wir 12 haben, glaube ich. Vielleicht haben die Jungs auch Hunger und essen Döner beim Döner Lutz. Und wenn nicht, dann halt nicht. So, das ist die ganze Geschichte. Das ist hier so gelbes Zeug. Wenn ihr auch gelbes Zeug habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben auf jeden Fall heute ganz viel gelbes Zeug gefunden. Ich habe das letzte Wort noch. Ach so. Das letzte Wort geht raus. Hashtag wir lieben Ramses.
Wo ist jetzt der Bierschanker Support? Das ist ein Gewinnspiel für Leute, die Video gucken. Hashtag Willi Ramdes, Dieter gibt's einen Account auf meinen Nacken. Ach so, okay. Ja, wenn ihr das sagt, Hashtag wir lieben Ramses, dann gibt's einen Account auf seinen Schakalnacken. Muss man das alles klein schreiben, groß schreiben, die Anfangsbuchstaben das, groß? Das Wir, das F muss groß. Das Lieben muss generell groß geschrieben werden, weil wir lieben Ramses von großem Herzen. Und Ramses, das R, muss groß geschrieben werden. Das heißt, wir, das F, lieben generell groß geschrieben. Und Ramses, R, muss groß geschrieben werden. Wo ist denn bei Wir ein F? Das Wir muss das F. Das Frier lieben Ramses. Frier? Lieben Ramses. Frier lieben Ramses. Hashtag, ich schreib's nochmal in die Kommentare. Ah. Ich pin mal den Kommentar von Marc niemals an, wie der Hashtag aussieht, weil was der redet, das ergibt eh keinen Sinn. Und deswegen, wenn der Marc niemals hoppa einen Account verlosen möchte, dann jetzt unter diesem Video, da steht wir lieben Ramses im Hashtag und den Hashtag, der ist angepinnt bei Marc niemals, das macht er so. Und da ist der Dole Pi, guck dir das an. Ey. Was, ey? Sein Account krieg ich sowieso. Was? Ich gewinne sowieso. Was gewinnst du? Sein Account. Du bist der Jake, du bist der Daniel. Und Scheiß. Du bist die Nummer 7, Alter. Ich bin und Scheiß. Das heißt, wenn die anderen gewonnen haben, hallo, kommst du danach träglich als die 7, Alter. Guck mal. Was? Hier. Nix. Mein Bier ist leer. Die da hat er gerade wieder bei die Ärsche hinterher gefilmt, Alter. Herr Harris. Die Ärsche. Geil. Meine Wenn Meinung. Ihr die Ärsche auch geil Meine findet, Meinung. Schreibt es mal in die Kommentare. Meine Meinung. Sind Wenn, die Ärsche geil? Wenn ihr auch einen Arsch habt, schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Eure Vorhaut. Ciao. So. Wir sind jetzt hier beim Netto angekommen. Das sieht man da drüben, weil das ist ein gelbes Gebäude. Das ist der Marc. Das ist das Marc Bier. Das ist der Bär mit P. Der hat sich in die Hose geschifft. Guck. Spaß. Das ist auf jeden Fall das Elephant Bier. Und weil wir jetzt vom Netto sitzen, müssen wir das noch austrinken. Und dann muss der Pierre das neueste Bier auswählen für das Tasting. Er muss 3 Bier bestimmen, die wir trinken. Und wir gehen gleich rein. Wir gucken mal, was der Pierre auswählt. Diese Energy Beers von dem Carlsberg. Vergesst einfach, dass das hier stattgefunden hat. Ihr seid geblitzdings. Wir machen einfach weiter. Das gab's nicht. Pierre nimmt das neue Bier vom Two Face oder sonst was. Dann müssen wir noch rüber zum Aldi. Da gibt es nochmal 3 Bier. Und dann gehen wir zum Lutz, zum Döner Lutz. Da gibt es nochmal 3 Bier. Und dann gibt es eigentlich nur noch Norma. Und dann müssten wir eigentlich die 12 voll haben, glaube ich. Und jetzt, wir liegen gut in der Zeit. Ich glaube, wir schaffen das. Das ist meins. Das ist deins. Das muss meins sein. Kommen wir dann zusammen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt atmen wir noch einmal tief durch. Und jetzt Prost. Prost. Hoppa. So, nachdem die Boys sich jetzt 2 Stunden gestritten haben, sind wir jetzt hier vom Netto angelangt. Und guckt euch das mal an. Der Ort, an dem diverse Früchtchen Gutes tun. Ihr denkt, das ist billig, aber guckt euch die scheiß Fresse an, Alter. Hallo, ich bin der Daniel. Wenn ihr wisst, welchen Daniel wir meinen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Die sind total betrunken. Hä? Ich bin der Pierre. Wer? Ich bin der Pierre. Ich suche erstmal ein Bier. Ich bin der Pierre. Ich suche erstmal ein Bier. Ich bin der Pierre. Ich bin der Marc. Ich bin besoffen. Ich bin der Marc. Ich war 180 Tage, um wieder nüchtern zu werden. Mindestens 180 Tage. Mindestens. Weidehaltung. Wenn der Marc gerne Gebüsch zwischen die Beine hat, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten gibt es hier Papa Joe's Ketchup für 91 Cent statt 1,11 Euro. Das ist der Luxuspreis. Ihr könnt aber auch Pfannengenuss kaufen für 2,49 €. Das ist der Boss-Shit. Und ansonsten gönnt euch Daniel Kübelböck, weil... Conchita Wurst. Ich bin der... Okay. So, wir haben jetzt gerade irgendwo so Netto drin. Dann habe ich nochmal hier das Booster gefunden. Das Booster Surf Ice Cold. Das Booster Ice Energy Drink.
Und guckt euch die an. Der macht den Adonis und gibt da dem Pierre einfach eine Flasche. Oh, erbrochenes. Was ist das? Usa Berry mit Fresse dran und Kiss. War das das gleiche? Oder da, war das was anderes? War das nicht Strafberge? Das war die gleiche Flasche, ja. Dose. Das war die gleiche Flasche. Deswegen haben wir jetzt Booster ICE. Und da würde ich mal den Marc kurz wieder bitten, dass er mal kurz die Fritteuse hält, damit ich die Fritteuse aufhalten kann. Dreimal klopfen. So. Dann ist auch schon der Handschuh auf und dann können wir die Fritteuse trinken, bevor wir dann zu dem Bier kommen, was der Pierre ausgewählt hat, weil der Pierre ist der Bär vom Netto und deswegen seht ihr gleich, was, um was es geht, ne? Da war ein Zettel, der hat mich ganz kurz abgelenkt. So, wollt ihr direkt aufmachen? Ja. Ne, eure Bier. Nein. Eure Bierflaschen. Der Booster. Ja, die ist schon wieder auf. Ja, was habt ihr denn jetzt schon wieder gemacht? Dann mache du die Flasche auf. Hoppa! Hoppa! Voll in die Schnauze. Prost! Oh, ich muss kotzen. Wir müssen schon gleich bleiben, ja? Das heißt... Scheiße! Nach Moment. Aldi müssen wir Netto machen. Warum wir jetzt bei Netto das ausgesucht haben, ist... Hier ist der Stöpfel, da steht drin. Moment. Da steht drin. Viel Glück beim nächsten Mal. So, warum haben Sie jetzt das Kromacher Pilz rausgesucht? Weil es eines der besten Dortmunder Bier der Welt ist. Aber das ist eines der besten Dortmunder Bier. Das ist, weil das eins der Biers der Welt ist von Dortmund. Nach Dortmunder Kron. Kron. Nach Dortmunder Kron. 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 Das beste Bier der Welt ist. Warum haben Sie das jetzt getrunken? Als er Bier rausgesucht hat. Weil es trinken muss. Ach so, okay. Hat jemand was im Stöpfel gehabt? Bei mir war nur eine Niete drin. Viel Glück beim nächsten Mal. Was war denn bei euch? Nix? Habt ihr gar keinen Stöpsel gehabt oder was? Bei mir war es direkt schon offen. Wie, das war schon auf? Das haben die so verkauft oder was? Damit hier? Damit's ach, ist. Er hat die Sammlung am Krombacher Guck. Guck dir den Sack an. Was ist das? Viel Glück beim... Hallo! Beim nächsten Mal. Viel Glück beim Roten Kopf-Tasting. Was geht ab, Bruder? Ey! Der Jack kaspert rum. Guck dir das an. Ich bin der Jack. Der hat gesagt, jetzt habe ich Hunger. Guck mal, das ist das Bier. Das ist das Ramses-Bier. Das ist der Mark. Das ist der blaue Himmel hinter Mark. Das ist immer noch der Bär mit P. Dolepi. Der Dolepi. Und eigentlich müssen wir jetzt gerade in Aldi rein. Ist das Aldi? Aldi. Ich weiß es nicht. Ja. Wir müssen in Aldi... das nächste Bier holen. Wer muss das bezahlen? Der Marc. Hä? Ich bin dran. Ich dachte, ich bin dran. Nein. Gut, der Marc, der wirft sein Kadaver in die Frontline und sagt, er muss das bezahlen. Er wählt das nächste Bier aus. Dann geht's zum Lutz. Wir essen mal so einen Döner. Nein, du bist dran. Nee, das ist ja verkackt, ne? Ich hab verkackt, weil ich kacke muss, aber... Er hat verkackt, weil er kacken muss. Der Ramses muss den nächsten Bier bezahlen. Ja. Ich guck mal, was es da gibt, damit ich die Jungs noch auf Trab halt. Ne? Ich habe auch gerade nicht in die Ecke gespeit, Alter, und deswegen geht es jetzt frontal ab. Wir holen uns Bier, wir holen uns Döner, wir sehen uns wieder und dann durch die Unterführung Richtung Norma, Endstation, ohne durch den Graben zu rutschen. Bam, Alter. Und ihr seht, wir
rocken das Ding heute. Toll. So, wir sitzen jetzt hier immer noch vom, was ist das? Das ist Lidl? Das ist Aldi? Ja, da bringst du immer durcheinander, Alter. Lidl, Aldi, Aldi, Lidl, Aldi. Das ist der Pierre. Der Pierre macht gerade Sandwich. Und der Pierre hat jetzt dieses Kors ausgesucht. Spaß, weil das ist das Bier, was der Ramses ausgesucht hat. Weil der Ramses war gerade dran und er hat das Kors ausgesucht. Weil das hat der Ramses damals im Kaufland kennengelernt. Und deswegen würde er sagen, der Pierre macht mal das Kors auf. Und dann gucken wir, wer das Kors ist. Und dann macht der Markt das Kors auf. Und wenn ihr den Kors gefunden habt, den Kurs, dann, ja, Sandwich. Sandwich for life. Guckt ihr das an. Trip, trip. Hurra. Da ist der Markt niemals mit seinem Kors. Ja, wir wissen, wie die Scheiße heißt. Kors. Kurs! Hoppa! Hey! So, wir sind jetzt hier angekommen beim Döner Lutz. Aber leider sind wir schon wieder zu spät. Das heißt, der Grillimbiss Döner Lutz hat schon wieder geschlossen. Aber da gibt es immer noch den besten Döner. Empfehle ich jedem, der nach Hildburghausen kommt. Bevor ihr irgendwo hingeht, geht zum Grillimbiss Döner Lutz. Esst da Döner. Richtig gutes Zeug. Hat der Marek auch schon probiert, war er total begeistert. Guck mal, wie begeistert er war. Ne? Und der Pierre hat auch gesagt, oh mein Gott, ich reibe mich gleich mit Döner ein, weil das so gut war. Und jetzt haben wir trotzdem, obwohl wir nichts zu essen mehr hatten, weil wir so spät waren, noch drei Bier mitgenommen. Weil wir sind immer auf der Suche nach der Norma. Auf der Suche nach der Norma müssen wir noch drei Bier mitnehmen. Und die machen wir jetzt auf. Du, oh, ich habe ein Feuerzeug verloren. Jung. Ist es jetzt schon auf? Hier! Hier! Also nicht? Das ist offen. Hoppa! Hoppa! Guck mal, das ist offen. Ja, mach du mal was mit den Biers. Guck mal, das Bier ist offen. Das Bier ist sowieso schon offen. Das ist ja schon. Das, nee, das siehst du ehrlich schon. Ja, halt mal kurz. Oha. Das ist. Der halt mich kurz. Nee, das ist wirklich schon vor. Jetzt reicht's. Vorher offen. Schon vergiftet. Guck dir das hier an und an. Der ist. Ich bin besoffen. Hoppa! Hier. Ja, und wo ist jetzt meins? Hier. Schreibt es in die Kommentare, woran das Bier ist. Ach so, das ist schon auf. Da können wir leider nichts machen. Ist schon auf. Und deswegen egal. Also findet, wir stoßen einfach an und laufen hinten raus. Ihr Wichser. Und deswegen können wir das einfach mal so machen fürs Video. Ich könnte das verstehen. Das ist so. Wann habe ich die letzte geraucht, Junge? Ich hab. Weil du dein Feuerzeug verloren hast. Ja, du hast mein Feuerzeug weggemacht. Ja, ich habe verloren. Ich habe an Aldi in der Kasse gemacht. Ja, hast du gemacht, ne? Weil, hast du die Mutter mit der Tochter gesehen? Ja, hast du gemacht, ne? Ja? Ja. Hey. Ich war so heiß und ich habe Feuerzeug geworfen. Hast du heiß gemacht? Ja, klar. Ja? Ich dachte, Bijanga wäre deine Traumfrau. Die ist noch heißer wie das Feuerzeug. Ach so. Okay. Aber hast du auch. Ui! Aber auf Kamera, ne? Von hier? Gut ab. So, ich glaube, der Lutz ist jetzt abgehauen. Voll. Der Mark. Niemals. Trinkt noch sein Cabby rückwärts. Der Bär mit P, der Pierre. Der Dole P. Der macht noch irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Da unten steht noch irgendwas. Aber guck dir das mal an. Mein Schuh ist kaputt. Ich kann nicht mehr trinken, weil der Schuh ist auf. Wenn ich jetzt was trinke, dann falle ich hin. Aber eigentlich dachte ich ja, ich habe das Kors schon ausgetrunken. Und jetzt sagen die, nee, warte mal, du musst noch was Kors trinken, Alter. Irgendjemand hat geschummelt und hat das Kors gar nicht ausgetrunken und schiebt das mir unter die Schuhe.
Was machst du denn für Moves? Du bist das, oder was? Ich bin schuldig. Ich hab nur meins in der Hand. Irgendjemand hat das Kors nicht ausgetrunken. Irgendjemand. Ich hab meins in der Hand. Prost. Prost. Irgendjemand hat das Kors nicht ausgetrunken. Schiebt das mir unter die Schuhe. Und das ist noch dreiviertel voll. Der Lutz ist schon weg. Der Zaun ist schon zu. Wir müssen hinten raus, damit wir es überhaupt hier rausschaffen, weil das Tor ist schon zu, ne? Guck, da, wo willst du hin? Ich wollte nur die Dose hier für den Lutz, weil ich den Lutz auch unterstütze. Und selbst die 25 Cent... Weil ich den Lutz unterstütze, gibt's Grütze. Tun dem Lutz gut. Ach du Scheiße, der Lutz hat den Korb hier mal gemacht. Dass wenn du die Flaschen und die Dosen hier reinstellst, dass dann der Lutz am Ende den ganzen Pfand hat. Aber dafür müssen wir erstmal den Kors austrinken. Deswegen muss ich ihn wieder mitnehmen. Guck mal hier. Das ist der Korsbeauftragte. Guck mal hier. Das ist da. An die ganze Community. Ob das jetzt die Besoffenen sind oder die Nüchternen sind. Community-Treffen. Du machst jetzt einen Backflip durch den Tisch. Ja, hier. Community-Treffen. Wir treffen uns alle hier. Ramses, hier, zeig mal, guck mal hier. Die Umgebung. Ey, wir haben so viel Grün hier. So viel Grün hier. Das selbst der Leon Dai. Der Leon stirbt. satt werden würde. Wie eine Kuh, die frisst. Wenn er nichts zu essen hätte. So, wir haben jetzt hier das nächste Bier abgeschlossen. 50 Euro. Das ist hier dieses fränkische Landbier, 4,9%. Wo fahre ich immer nach Dortmund? Das erkennt ihr jetzt hier am Etikett. Achso. Der Dönerlutz hat das Tor schon zugeschlossen. Er hat gesagt, ihr müsst hinten raus. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir hinten überhaupt noch rauskommen. Ich habe auch keine. Wir versuchen jetzt von hier zur Norma zu kommen. Also der Norma wäre überhaupt der letzte Punkt. Dann von der Norma noch zum. Zum Panorama-Restaurant. Vielleicht haben die Jungs da noch mal Hunger und essen am Panorama-Restaurant noch einen Döner. Ich weiß es nicht. Und deswegen gucken wir mal, was sie da sagen. Ich bin gespannt auf die Norma, was uns da erwartet und der Übergang auf jeden Fall. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Ich bin der Ramses. Ich wollte eigentlich gerade mit den Jungs laufen gehen. Da drüben, das ist die Golden Gate Bridge. Vielleicht sind wir rüber gegangen. Da hinten. Ich habe keinen Standort auf dem Halt. Wenn ich da rüber gucke, da fährt irgendein Auto rückwärts. Das ist keiner von den Jungs. Ich laufe jetzt einfach hier rüber, weil eigentlich die goldene Meile weitergegangen, dass wir hier vorlaufen durch diesen Torbogen durch, wo ich mit Schneier lang gelaufen bin, dass wir zusammen durch diesen Torbogen gegangen wären. Als wir damals durchgelaufen sind, war es schon dunkel. Ich mache den jetzt alleine. Es ist noch ein bisschen hell. Der Dole Pi ist irgendwo, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Der mag niemals, der ist auch irgendwo ist. Der ist irgendwo, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Der hat gesagt, am besten wir brechen ab. Ich laufe euch trotzdem hier durch. Weil ich will das trotzdem für euch festhalten. Auch wenn die anderen nicht mehr dabei sind. Das wäre das zweite Mal, den Torbogen mitnehmen mit. Wir haben eigentlich nur zwei Stationen. Wir haben zwei Stationen noch vor uns. Wir müssen eigentlich nur noch mal zur Norma
Und bei dem Restaurant, bei dem Panorama-Restaurant, ich habe keine Ahnung, ob wir beim Panorama-Restaurant noch was zu essen kriegen. Wir würden es gerne versuchen. Hier ist noch so ein Brunnen. Ich weiß, der Brunnen wurde damals eingereicht. Mehrmals. Dann wurde der immer wieder abgelehnt. Obwohl der eigentlich alle Kriterien entspricht, wurde immer wieder abgelehnt. Der Brunnen ist halt viel zu heftig. Ich laufe jetzt alleine nach Wallraps zum Norma, trinke da mein letztes Bier, gehe dann zum Panorama-Restaurant für vielleicht einen Döner, weil wir beim Lutz keinen bekommen haben, und für das letzte Bier. Der Marco und der Pierre können sich nicht einigen. Die bekriegen sich die ganze Zeit, seit dem letzten Stopp, schlagen sich die Köpfe ein. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich gehe jetzt aber trotzdem weiter. Ich will diesen Tag nicht kaputt machen. Voll behindert von mir, vielleicht. Dass ich jetzt trotzdem einfach weitergehe. Aber die haben mir die ganze Zeit gesagt, alles gut, alles gut, alles gut. Mach dein Ding, als wären wir gar nicht da. Jetzt mache ich mein Ding, als wären die gar nicht da. Und schon ist das scheiße, ne? Deswegen, ich muss gleich den Akku wechseln. Ich weiß nicht, was los ist mit denen. Ich nehme noch mal 3 Bier mit. Ich schreibe denen noch mal. Mal gucken, was bei rauskommt. Hier ist noch eine Bank. Kego, Amoro, Ules, Hundo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nee, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir den Döner nach dem Norma abgegriffen haben. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ich war jetzt in der Norma. Ich habe mir diesen Gazzi Ayran besorgt. Hähnchenbrustfiletstück. Mexikanische Art. Diese Bockwurst. Wiener Style mit 22% Gemüse. 11% Rapsöl. Das sind diese Gemüse Wiener. Wir probieren mal ganz kurz. Der schmeckt immer noch richtig genial. Das Fleisch ist genauso gut. Scheiße. Mein Handy ist irgendwie weg. Ich habe in der Hose geprüft. Links ist nichts, rechts ist nichts. Im Rucksack ist auch nichts. Ich habe jetzt diesen Ayran getrunken. Ich habe diese Hähnchenfiletstücke gegessen. Das sind Wiener Würstchen. Da habe ich noch 3 Stück übrig. Die schmecken überhaupt gar nicht. Diese Norma Wiener Würstchen, die sind voll scheiße. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wo jetzt der Rest ist. Mein Schlüssel. Ich wollte jetzt mal nach Hause gehen. Mal niemals suchen, Dolepi suchen, sonst was. Keine Ahnung. Der Schlüssel ist weg. Ich laufe mal zurück Richtung, wo ich langgelaufen bin. Vielleicht sehe ich den Schlüssel wieder. Vielleicht auch nicht. Und vielleicht sehen wir uns dann auch wieder beim Panorama-Restaurant. Das war eigentlich die letzte Station. Vielleicht können wir da noch kurz was essen. Obwohl, Essen ist eigentlich das Letzte, was ich gerade möchte. Aber wir müssen das vielleicht fürs Video machen. Und deswegen, peace out, vorhaut, euer Ramses. Yo. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen beiden sind. Ich bin weitergelaufen jetzt. Von der Norma aus. Hier steht, wir sind Partner. Stadt Hildburghausen. Stadt
Würselen, NRW. Ich habe gedacht, vielleicht können wir zusammen noch irgendwie so einen Döner essen oder so. Aber ich habe keine Ahnung, wo der Pierre ist. Ich habe keine Ahnung, wo der Marc ist. Die haben sich die ganze Zeit immer zu in den Haaren gehabt. Ich wollte wenigstens die Tour noch zu Ende bringen. Jetzt bin ich ganz alleine gewesen. Ich habe irgendwie mein Handy verloren. Dann habe ich das Handy wiedergefunden in der Wiese. Wenigstens etwas. Jetzt laufe ich ganz alleine vom Norma, was eigentlich noch der letzte Pfad sein sollte. Ich weiß gerade gar nicht, was ich in der Norma überhaupt gekauft habe. Habe ich überhaupt was gekauft? Ich weiß es nicht. 12 Bier, 12 Pubs. Jedes Mal, wenn du das versuchst, scheiden sich die Geister. Das eine klappt nicht, das andere ist behindert, das nächste ist bescheuert. Ich laufe jetzt hier irgendwie noch zum Panorama-Restaurant. Ich glaube, da gibt es noch einen Döner, vielleicht noch ein Bier. Eigentlich müsste das die Nummer 13 sein. Vielleicht ist das auch die Nummer 12. Ich habe keine Ahnung. Das ist mein Abendbrot auf jeden Fall. Ich bin jetzt hier angekommen beim Panorama-Restaurant. Das bereise ich gerade alleine. Ich habe hier einen Döner bekommen mit Chili-Soße. Den werde ich gleich probieren. Guckt euch den Döner an. Mit Chili-Soße. Ich habe noch einen Kellertrunk bekommen. Ein halbes Maß. Wie es mir schmeckt, ne? Das ist hier so halt, ist halt Kellertrunk. Wir probieren es mal ganz kurz. Da ist auf jeden Fall ein bisschen Schaum drin. Schmeckt trotzdem ganz gut. Kann man auf jeden Fall trinken. Und jetzt haben wir hier trotzdem noch den Döner mit Chili-Soße. Ich habe keine Ahnung, wo der Pierre ist. Ich habe keine Ahnung, wo der Marc ist. Ich lasse mir den Döner jetzt schmecken. Ich falte mir hier zusammen. Als ich mit der Shania hier war, haben wir auch hier Döner gegessen. Ich konnte mich auch nicht erinnern, wie der Döner geschmeckt hat, aber der muss eigentlich ganz gut geschmeckt haben. Ich habe keine bösen Erinnerungen daran. Deswegen hauen wir jetzt einfach rein. Und ich würde sagen, wenn ich die anderen wiedersehe, vielleicht sehen wir uns nochmal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, ich habe jetzt gerade einen Döner hier gegessen. Der hat richtig gut geschmeckt, muss ich schon sagen. Ich habe jetzt hier noch so einen Bauerndrunk bekommen. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist auf jeden Fall jetzt die Nummer 12. Ist das die Nummer 12? Habe ich die goldene Meile geschafft? Ich werde mir den jetzt so einverleiben hier. Ansonsten peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und wenn nicht, melden wir uns gleich nochmal zurück. Deswegen Prost. So, das war also die zweite goldene Meile, die wir probiert haben. 12 Bier, 12 Pubs, ne? Nur ohne Pubs, sondern einfach mit Einkaufszentren. Die erste mit Shania. Ich war nicht ganz zufrieden, weil das Wetter hat nicht so gepasst. Es war fast noch Winter, es wurde sauschnell dunkel. Wir haben es nicht mehr in die Norma geschafft. Die Norma hatte schon zu, als wir ankamen und es hat sich alles irgendwie ein bisschen gezogen, keine Ahnung, es war nicht perfekt, aber es hat Spaß gemacht, man hat Bock auf mehr gehabt, man wollte es nochmal probieren. Jetzt das zweite Mal mit Marc und Pierre. Wir lagen so gut in der Zeit, die ganze Zeit, aber irgendwie haben wir uns irgendwann an diesem Rastplatz so festgequatscht und festgesessen und dann vom Aldi so festgequatscht und festgesessen und dann vom Netto, als die zwei sich immer zu in den Haaren hatten, so viel Zeit verloren, dass obwohl es immer noch hell war und wir richtig gut dabei waren und richtig gut am Start waren, wir viel später beim Lutz angekommen sind, als ich mit Shania angekommen bin, denn bei Shania war der Lutz noch auf, bei uns war der Lutz schon zu,
Und das hatte natürlich fatale Folgen auch. Mit Genaya habe ich damals ja, wir haben, bevor wir losgegangen sind, wir haben richtig fett einen Döner gespeist zum Frühstück und sind dann erst los, haben zurück in der Stadt wieder einen Döner gegessen, haben uns den geteilt, waren dann beim Lutz, haben noch einen Döner gegessen. Wir haben immer wieder regelmäßig Nahrung aufgenommen. Und diesmal mit den Jungs, weiß ich nicht, wir haben es ja gar nicht geschafft. Wir wollten die ganze Zeit was essen, haben immer gesagt, ach komm, nee, jetzt nicht, erst später. Ach, wir essen dann einfach beim Lutz, wenn wir beim Lutz sind, wir wollen den Lutz unterstützen. Und als wir beim Lutz waren, war der Lutz zu. Das heißt, wir haben die ganze Zeit wirklich eigentlich nichts gegessen. Deswegen waren wir auch total schnell, einfach schon total mischugge. Nach 3 Bier habe ich mich schon gefühlt, als wäre ich komplett rum. Ich habe auch die meiste Zeit gewirkt, als wäre ich der Betrunkenste. Der Pierre hat dann auch schon einen richtigen Praller gehabt. Der Marc irgendwie, keine Ahnung, der Marc wirkt immer am nüchternsten im Video die ganze Zeit. Trotzdem nochmal Warnhinweis, ne? Das ist auf jeden Fall nicht lustig. Unterschätzt das nicht. Die goldene Meile ist einfach brutal, ist hart, ist asozial, ist eklig, ist scheiße. Aber mich reizt es immer noch, den perfekten Lauf mal zu schaffen. Das heißt, mit Genaya alleine war okay, mit Pierre und Marc hat sich irgendwie sogar noch ein bisschen lustiger angefühlt, aber wir haben es halt komplett verkackt, das Ende war halt blöd, aber ihr wisst ja, wie das ist, so Geschwister und so, die immer mal ein bisschen so, den beiden hat es auch so leid getan, die haben die nächsten Tage danach, das war ja wirklich, am Montag sind die gekommen, am Dienstag haben wir die goldene Meile gemacht, die haben ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt am nächsten Tag, die wollten am liebsten heimfahren, die haben sich geschämt. Ich habe gesagt, alles ist okay, alles gut, kein Problem, kann passieren, war halt ein blöder Zeitpunkt, kann aber passieren. Es war trotzdem die nächsten Tage die Stimmung immer ein bisschen getrübt, man wusste gar nicht so richtig, wie man miteinander umgeht oder alles. Zum Donnerstag hin, zum Männertag, hat sich das alles irgendwie wieder ein bisschen gebessert und war wieder ein bisschen lockerer. Am Freitag war alles mega locker wieder. Der erste Tag am Montag, wo die da waren, auch direkt alles super entspannt. Der erste Abend, der Dienstag, die Tour hat auch mega Spaß gemacht, bis auf eben den Zwischenfall, dass da plötzlich so irgendwelche Streitereien ausgebrochen sind die ganze Zeit. Zwischen Geschwistern, ich weiß nicht, ob ihr Geschwister habt, ist das halt manchmal so. Ansonsten wäre das perfekt gewesen. Wir wären gut durchgekommen, wir wären zum Lutz noch durchgekommen, wir hätten mal was gegessen, wir hätten vorher noch mal was essen müssen, zu dritt angekommen in der Norma, alles perfekt. Ich habe es ja auch geschafft dann zur Norma. Ich glaube aber, so wie es im Video aussieht, in der Norma habe ich mir überhaupt gar kein Bier gekauft. Ich habe vergessen, in der Norma mir ein Bier zu kaufen. Dafür habe ich beim Panorama, als ich ankam, beim Panorama ein Bier getrunken, zum Döner dazu. Und als ich fertig war, habe ich noch gesessen, da kam der raus und hat gesagt, ob ich noch ein Bier möchte. Ich habe also ein zweites Bier dann nochmal beim Panorama getrunken. Und irgendwann, das sieht man in dem Video gar nicht, stand plötzlich meine Mutter hinter mir. Die ist mit dem Fahrrad extra von zu Hause in die Stadt gefahren und hat mich gesucht, als sie sich Sorgen gemacht hat und hat dann gemerkt, dass ich beim Panorama sitze, weil ich irgendwie eine Sprachmemo gemacht habe, dass ich alleine gerade unterwegs bin, ist sie extra in die Stadt gefahren, stand plötzlich hinter mir beim Panorama, hat sich dann neben mich gesetzt, hat dann einen Ginger Ale noch getrunken. Ich habe dann gemerkt, ich habe im Rucksack noch eine Dose Veltins V Plus Energy vom Pierre, weil der ja mehrere mitgenommen hatte. Die habe ich dann auch noch aufgemacht, habe die dann auch noch getrunken. Also 2 Stück kamen ja noch hinzu beim Panorama-Restaurant. Nochmal eine Dose Veltins V Plus Energy. Ich habe keine Ahnung, wie viel das jetzt im Endeffekt war. Ich habe den Counter jetzt noch nicht eingeblendet, den muss ich noch hinzufügen. Ich möchte trotzdem aber das Schlusswort hier sprechen. Ich sehe einfach, dass diese Tour trotzdem richtig brutal ist. Mir tut's eigentlich auch leid fürs Panorama. Weil Panorama immer die letzte Station ist und die jedes Mal ein erleben, wenn man total fertig ist, total von der Rolle. Vielleicht müsste man die Tour mal andersrum planen, dass man im Panorama anfängt, Frühstück macht, dann zur Norma geht und das Feld von hinten aufrollt. Ich habe trotzdem Interesse und ich frage auch mal euch in den Kommentaren, gibt es jemanden, der sich das zutraut? Gibt es jemanden, der sagt, die goldene Meile interessiert mich? Ich will da mal mitmachen, ich will das mal erleben, ich wandere gerne, ich möchte dich gerne kennenlernen, ich trinke gerne Bier, ich würde das mal verbinden, so eine fette Tour, ich würde gerne mit dem Hannes das mal machen, ich würde das gerne mit Natururin mal machen, Pierre und Marc würden das vielleicht sogar auch nochmal machen, vielleicht sogar zusammen mit
Jenaya zusammen, weil die kennen sich ja jetzt nun auch durch den Männertag. Vielleicht kann man auch zu viert das ganze Ding mal machen, dass man eben mehr auf sich aufpasst und es irgendwie, es geht ja trotzdem auf, ne? Mit vier Leuten, dass halt jeder zwei Bier raussucht, nee, drei. Dass jeder drei Bier sucht, so war man zu dritt, jeder hat vier Bier gesucht. Also, ich weiß nicht, es hat irgendwo seinen Reiz, es hat aber auch voll seine Gefahren. Und ich habe mein Armband auch verloren, ich habe meinen Schlüssel erst verloren, ich habe mein Handy verloren. Ich habe mittlerweile alles wiedergefunden, aber unterschätzt das einfach nicht. Die goldene Meile ist einfach knallhart. Das ist nichts für schwache Nerven, das ist nichts für kleine Kinder oder sonst was hin und her. Und passt da wirklich auf euch auf und übertreibt's halt nicht. Nehmt halt nicht immer das stärkste Bier, trinkt nicht alles durcheinander und esst auf jeden Fall genügend. Esst vorher, esst zwischendurch, esst danach, esst die ganze Zeit. Wir haben den Fehler gemacht, wir haben nichts gegessen, wir haben die ganze Zeit nicht gegessen. Wir haben sogar dann zwischendurch noch andere Sachen getrunken und hin und her. Das ist ein bisschen viel gewesen, ne? Aber es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, auch wenn es zum Ende hin nicht mehr so aussah. Ich würde es auf jeden Fall jederzeit wieder machen, so blöd es klingt. Denn der Tag mit den Jungs war einfach richtig genial und bleibt einfach eine Erinnerung, bleibt im Gedächtnis, was man da alles erlebt hat. Auch Dinge, die dann nicht gefilmt wurden und die Gespräche, die zustande kamen. Grüße gehen raus an Marc und Pierre. Marc niemals und Dolepi. Wer sich das zutraut, die goldene Meile auch mal zu machen, schreibt's mal in die Kommentare. Und ansonsten denkt halt jetzt, dass wir die Oberassis sind, keine Ahnung, aber so als soziales Experiment und als Challenge kann man das ja mal probieren. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.